das gemacht für den Scheiß. So, warte, das ist das untere Turret, aber wie kommt man an das obere? Das, das war da, glaube ich, ne? Okay, ich wünsche euch was. Guten Nacht, mein Süßer. Hau rein. Tüdelü. Nicht im Ernst. Oh wow, das passt wirklich millimetermaßmäßig hinten. Uff. Holy Shenanigans. Ich hätte echt gedacht, dass ich die Schnauze hochziehen muss. Wieso wird's nicht anheben? Lass mich raten. Hover-Mode wegen Landing Gear drin. Außen? Nee. Da ist der Geschützturm. Wie kriege ich die Nase hoch bei dem Ding? Einfach Leertaste. Ich sagte Nase hoch. Maus hoch. Komplettes Schiff? Einfach mit der Maus hoch. Ja, wir müssen sonst die Nase hoch. Achso. Ja, du kannst die Nase hoch nicht hoch tun, wenn du am Boden sitzt. Ich bin nicht auf dem Boden. Oder hast du Y aktiviert? Nein, auch nicht. Links, rechts mal. Hä? Das ist jetzt Y. Mein Schiff lässt sich komplett nicht lenken. Hä? Ach, ich finde mich gerade komplett verarscht. Ja. How do we? How do we even? Oh, ich hätte doch bestimmt irgendwo in der Platinum Bay auf der immer. Okay, die Engines bleiben ja zum Glück an, wenn du aussteigst. Die bleiben überall an, wenn du so aussteigst, ohne was aus- oder anzumachen. Naja, das meine ich ja. Deswegen kann ich ja nur einsteigen. Achso, ja. Ich hoffe, dass du die Steuerung fixst. Danke. Jetzt steht da nicht mehr Assist, sondern Gimbal. Nicht mehr Gimbal, sondern Assist. Moment, das sind die verschiedenen Flugmodus. Stimmt. Ja, genau, das meinte ich, weil das gibt's bei einer Conny nicht. Assist war glaub. Schiff! Please! Weniger. Lass mich raten, wenn du aus dem N-Modus rausgehst, also wenn du N drückst, fährt er die Triebwerke auch um, ne? Ja. Das ist natürlich miese. So. Was war Assist, was war... Das haben wir euch umgestellt. Ich. So, wo haben die wohl hier Platinum Bay? Ich such mal Platinum Bay. Was heißt Space Break X? Warte, ich schau mal kurz in den Controls. Keybindings. Power Free Flight. Cruise Control, Decoupled Mode, Auto Land Mining Mode, Space Break, Free Look Behind, Afterburner Strafe Down. AI Turret Toggle. Weapon, Shield Decrease, bla bla bla. Star Map, Progress, Cycle. Nee, steht nichts von Modus wechseln. Vielleicht Interplanetar könnte Assist sein. Ja, ich hab's von Anfang an auf Assist gehabt. Ich wusste, das könnte man irgendwie umstellen. Eher Toggle Gimbal Mode. Doch eher. Ah, da, ja. Fixed Assist. Ach so. Das sind nicht die Flugmodus, das sind die Geschütze, ob die gegimbelt sein sollen oder... Ach ja, jetzt sehe ich's. Ah ja, richtig, stimmt, genau. Stimmt, die Geschütze. Ja, dann bitte Gimbal. Stimmt, das konnte ich bei deiner Konsti nicht. Doch, das habe ich ja mal sogar umgestellt. Ja, aber da stand's halt nicht bei mir. Ja. Zumindest für mich stand's da nicht. Ich hatte die irgendwo noch fixed stehen. Ich so, hä, warum schieße, warum treffe ich nichts mehr? Ne. Und da habe ich mal R gedrückt und so, oh, hi. Jetzt treffe ich wieder was.
Hatte ich das bei meiner Arrow gemacht? Nee, das ist eine Ende, das ist tatsächlich eine Ende-Geschichte. Bei meiner Arrow habe ich nichts mehr getroffen gehabt, den Gatling sonst noch. Ich meine, stell dir mal vor, du bist Pilot von den Dingen und hast so 40 Mann hinten drin, ne? Und bist gerade so auf dem Weg zu einem Schlachtfeld und machst so einen Drop und dann kommt da so zwei fette Panzerbuggies, 40 Mann. Irgendwann, wenn die Panzer da sind, kommt noch ein Panzer raus. Ja, ja. Du, Alter. Da, dann passt ja ein Panzer rein, ohne Probleme. Hier passen wahrscheinlich sogar zwei rein. Das würde ich nicht wetten. Ich glaube, der Panzer wird schon ein ziemlich großes Biest. Okay, sagen wir so, es passen 6 Dragonflies rein. Bestimmt. 6 Dragonflies. Ich glaube, Dragonfly ist keine gute Vergleichsweise. Cyclones wahrscheinlich schon eher. Ja, das stimmt wohl. Also ich würde sagen, hintereinander würden da reinpassen. Ich fliege jetzt eh Free Space, kann ich mal aufsteigen. Dann kann ich es ungefähr so ein bisschen einschätzen. Die hat gar keine Raketen. Ja, muss hier auch nicht. Schaut auch wieder. Raketen sind nicht das ganze gut. Au. Cyclones nebeneinander stellen wird schwierig. In dem Ding. Sonst hätte ich auch gesagt, 4 Stück. Bei Länge hast du weit offen. Ja. Länge hast du wirklich knapp. Na. Können sogar knapp 3 Stück hinhauen. In der Länge. Von den Cyclones. Gott, meine Eier werden voll eingequetscht gerade, geht gerade gar nicht, ey. Aber du könntest neben die Cyclones noch Dragonflies stellen. Ohne Probleme. Oder die Buggies. Hast du 4 Buggies und 3 Cyclones oder so da drin. Uff. Easy. Haben die eine Platinum Bay? Nein, natürlich haben die keine Platinum Bay. Schwierig. Ist schon witzig, ja. Es ist ja nichts anderes, ich trotzdem meine Arrow wieder haben will. Echt? Hängst du so hart an der? Ich finde die so göttlich. Ich habe dieses dreckige Flugzeug gefressen wie nichts. Ich weiß nicht. Echt? Warum. Ja. Weil die so jetmäßig aussieht oder was? Weil die sich auch verdammt gut fliegt, fightmäßig. Ja, das stimmt wohl. Jetzt falle ich 30 mal die Treppe runter. Mann! Ist alles schön live im Stream danach. Oh, sehr schön. Ich wollte eigentlich so einen epischen Start holen, so von wegen erst Nase hochziehen und dann gib ihm, aber anscheinend ging es ja doch so. War aber knapp. So. Wo fliegen wir denn jetzt mal hin? Du sagtest Dame mal, ja? Ja, musst nach Crusader rüberfliegen. Ach, das ist mir bewusst. Das Lustige ist, in der Zwischenzeit kann ich duschen gehen. LOL. Stimmt, ja. So, einmal bitte nach Crusader, genau. Set Route. Okay. So. Ich fliege in eine komplett falsche Richtung, easy. Independent Mining Facility. Wolf M. Wahrscheinlich Casmary hat das Wetter in Safety Reason. Emergencies, Mining Facilities. Gut, dann würde ich mal behaupten, sollte ich, was wahrscheinlich ist, Zuschauer haben. Viel Spaß. Nein. Dürfen. Och nö. Musik passt gerade. Ja. Ne. Vergiss nicht, du bist ein ballistisches Schiff, kein. Du hast nur ballistische Waffen. Das ist mir sowas von scheißegal, ich krieg die eh davon. Ne. Ich fighte nicht. Ich will jetzt rüberfliegen, mit anders hast. Schon wieder. Are you fucking kidding me? Ich darf nicht gehen, habe ich gehört. Ne. Ich habe sogar nur die 2 ballistischen unten. Ja, ja. Uff. Ja, da kenne ich nichts, ne? Komm eh nicht hinterher, die Penner.
Ich find's immer noch doof, dass das komplette HUD weggeschmissen wird für den Quantum Drive. Ja, das ist nicht allzu angenehm, das stimmt wohl. Aber es kommen ja noch HUD Improvements, so ist nicht. Ich meine, die Idee dahinter, dass Quantum Drive quasi nicht mehr da drüber zu schmeißen, ist gar nicht so doof. Weil wenn du es drüber schmeißt, hast du bei vielen Schiffen das Problem gehabt, dass die miteinander interferieren. Das heißt, du konntest teilweise Sachen nicht lesen und sah schäbig aus. Ja. Conny war zum Beispiel kein Beispiel dafür, aber eine Aurora zum Beispiel. Bei der Aurora sah das echt ranzig aus. So. Gut. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht mehr rausgezogen werde und für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich Zuschauer haben sollte, dürfen die jetzt die schönen Theme-Songs genießen, die ich hier laufen habe. Skylanders, Spyro, Alundra, Chrono Trigger, ich glaube, ich habe sogar Hellier drin. What so fucking ever? Ist vieles. Mass Effect ist auch dabei. Easy. Command & Conquer auch, das lief nämlich gerade. Passenderweise, während ich gerade interrupted werde. Schwierig. Auf jeden Fall, in der Zwischenzeit könnt ihr die Musik genießen, was auch immer Tobi labert. Und diesen schönen Ausblick von diesem Schiff. Genau. So, wie das im Quantum Drive durchfeuert. bye bye, Freunde. Uff. Sieht aus wie eine Platinum-Bait zumindest.
Das ist schon ein geiles Schiff. Kann ich Screenshots im Spiel machen? Dann hier aber anscheinend nicht. Gehen wir denn gerade hin ab? Kevin ist mittlerweile aus dem Quantum Drive anscheinend. Meine.
Puff. Da habe ich gerade mehr als knapp gelandet. Das sah gerade eben nicht so gesund aus. Speichert er den Kack nochmal? Einstellungen, Aufzeichnungen. Egal. Alter.
Oh, bei welchem schönen Song man doch wieder einsetzt. Hola! Hola! Erstmal wieder von Spyro begrüßt werden. Finde ich gut. Alter, ich schicke mal ein Bild in die Gruppe, ne? So, der Punkt ist, wir sind schon da und fliegen schon, weiß ich nicht wie lange, mit 1200 auf Crusader zu. Hätte dezent schief gehen können. Ja, das stimmt wohl. Ich stehe irgendwo auf, Daymar. Irgendwo, wirklich. Ich bin rumgeflogen und habe mich dann irgendwo hingesetzt. So, Quantum Drive peaken. Ich will nur noch Daymar fliegen. Ach, egal. Ich finde mal das Bild in der Gruppe. Kann ich tun. Ist noch nicht angekommen. Ne? Oh Leute, Sache. Zugestellt nur an jetzt. Ah. Boah. Steht gut. Vor allem die habe ich so einfach so Quicklanding gemacht, die ist 1 Millimeter bevor ich was angekratzt hätte. Das wirst du gleich sehen, Alter. Uff. Da ist sogar eine Pflanze, die ich nicht angekratzt habe. Des Planeten, ne? Ja. Ich kann es ja kaum erwarten, dass wir auch schon andere Sonnensysteme kriegen, ne? Ja, das wird das. Hab ich krass. Bock drauf. Richtig hart Bock. Erstmal Kiff aus der Luft holen. Komm. Mit meiner Kana. Da bin ich mal gespannt, was du da versuchst, Freundchen. Ich hab leider keine Dings. Keine. Hier. Nee, weißt du, was Jan gerade mir geschrieben hat? Mhm. Oh Mann, ich muss morgen mal wieder mitmachen. Alter, sieht das episch aus, wenn die angeflogen kommt, ne? Boah, Jesus. Und sein Schild auch so. Man sieht sein Schild gar nicht. Boom! Okay, ganz hart abgefangen hat das jetzt nicht. Ja, aber trotzdem. Ich hab sogar Schaden bekommen! For real? Aber mit anders hast die Cargo hat keinen Bock darauf gehabt. Oh lol. So überhaupt nicht. Hallo! So. Mach mal deine Seitentür auf. Kletter da mal rein. Ja, warte. Ich komm noch vorbei. Warten? Ja, ich komm vorbei. Okay, dann mach ich wieder zu. Ne, seh ich gar nicht an. Mach ich wieder zu. Wenn ich warten soll. Mal Klo aufmachen. Mal genau investigaten. Alles gut. So. Alles gut. Hier funkt es auch schon. Also das tat ihm wirklich nicht gut. Uff. Okay. Der macht das gleiche, was auch meine Dingsbums macht. So, einmal moin! Hola! Oh ja, ich sehe es, der funkt. Aber Kevin, das Beste ist eh. Das Beste das so. Ist eh. Warte, das hier. Ach so! Na, aber ich kann sie gerade nicht steuern, wegen aus irgendeinem Grund. Warte, Power off. Ja, Power off, tatsächlich. Achso, du hast sie komplett aus. Ja. Ah, okay. Ach so, die ja, haben komm, mal so ein Teil dran. Lass mal zur Röhre rübergehen, ich hab die Power noch an bei mir. Aber Tobi? Ja? Muss so. Oh. Ja, okay. Ich bin weg. Aber das tut meiner Cutlass auch nix. Überhaupt nix. Ganz und nicht. Also man sollte dann doch nicht mit allzu hoher Geschwindigkeit runterschellern. Lol. Hast du mal hier unten bei deinem Cargo geguckt? Kommt gar nicht auf den Boden. Ja, ich weiß, das ist krass, ne? Später, Little Bit. Ja, da wird man trotzdem drauf kommen. Hä? Wieso hast Momentchen mal. Hier, guck. Ne, hier. Ich wollte schon sagen, das gehört zusammen. Nee, ich habe extra einen Knopf hier. Und jetzt, Kevin.
Warte. Ah, ich komme nicht dran. Versuch du mal dran zu kommen an die Minigun. Ich komme mal dran. Muss Power noch anmachen. Weißt du, einfach, du kommst das Dropschiff so runter und ballerst da raus, ne? Ich find's ein bisschen doof, dass die Vision nicht mitgeht. Ja, okay, das stimmt, das aber... Das ist hier ein bisschen schwierig. Ist geil, ne? Ich hör mal auf rumzuschießen, weil es wird sich halt weiter. Ach, ist mir wurscht. Halt. Halt. Ja, eigentlich müssten wir jetzt, ne, nach, Dema, hab ich gehört, ne? Nach Delamar. Ist bei Delamar eine Platinum Bay? Ach, warte mal, eine Platinum Bay reicht ja auch, stimmt. Ja, nur ich weiß nicht, wo eine ist, ich hab hier keine gefunden. Guck ich mal kurz. Erstmal. Nicht allzu weit sollte vielleicht welche sein. Oder hast du alle abgeguckt? Nein, ich hab nicht so viel Zeit, hab ich nicht. Shubin Mining Facility, da war doch eine. Shubin Mining Facility. Wo ist denn das? Warte, da, Shubin Mining Facility. Ja, okay. Die ist ja direkt nebenan. Ja, eben. Oder war die Shubin die. Ah. Müssen wir gucken. Wir werden es gleich herausfinden. Richtig. Und wir werden mit Sicherheit nicht auf dem Landing Pad landen. Ne. Nicht, dass wir uns die Valkyries einkassieren. Das wäre ein bisschen sinnfrei. Ja, was denn? Stehen wir da unten ohne Valkyries so... Warte mal. So like... Wir wollten hier doch gerade in die Valkyries landen, die Fahrzeuge. Moment! Warte, Kevin, wenn du im Pilotensitz sitzt, dann geh in F4 und dann kannst du mal in deinem Stream zeigen, wie so eine Valkyrie beim Starten aussieht. Alles klar. Moment. So, ja. Warte, ich muss meine... So. Are you ready? Mhm. Moment, bist du direkt gestartet mit... Dein Cargo ist doch offen. Oh. Oh. Das soll alles so... Close Exterior. Muss so. Das ist Sinn der Sache, weißt du? Ah. Also dieses Gefühl, ab 2600 Metern in den Quantumdrive zu gehen, ist einfach super. Ja. Auch wenn ich nur 13 Kilometer fliege. Was für mich noch nicht mal Sinn macht, mit dem Quantumdrive zu fliegen, aber egal. So, du fliegst gerade zu der Eager Flats, ne? Nee, Shibun. Okay, weil nee. Dein Quantumdrive dich genau nach Eager Flats schickt, aber egal. Lol. Die Welt sieht halt so böse aus. Die sieht so, sie sieht so, so, sie kommt vorbei, gibt dir so einen Roundhouse-Kick und obwohl du noch mega viel Kraft hast, willst du einfach nicht mehr aufstehen. So sieht die aus. Echt so? Die macht halt den Shawn Michaels. Ist so. Der macht, die macht den Sweet Chill Music und Arschlecken. Dieser Moment, wenn du jetzt das verstehst, was das eigentlich bedeuten sollte damals. Uff. Ich war jung und hatte noch nicht so viel Englischkenntnisse, ich darf das. Ich darf das. Richtig. Kilometer, ach, was soll's, kann man fliegen. Hm. Kopf überfliegen musst du, Alter, dann siehst du schön den Boden. Ja, stimmt wohl. Aber ich halte Steuerung für schwierig dann. Ja, gebe ich zu. Die braucht ein bisschen, um dich da hochzuziehen. Okay. Statt schneller zu werden, wird die langsamer. Mensch, ne? Komm aus dem Knick hier. So,
Das erste, was ich jetzt mache, ist meine Packung Haribo hier aufmachen. Uff, verzeiht. Ich habe so eine Dose Fledermäuse hier stehen. Gönne er sich. Oh ja. Yeah. And how I will. Ne? Die macht ja gar nicht so schöne Geräusche. Die ist noch zu neu. Ich finde das immer so ein tolles Geräusch, wenn du die Dinger aufmachst. Diese Dosen, wenn die alt sind. Also hier ist auf jeden Fall Landing Pads. Und hier ist auch eine Platinum Bay. Sehr schön, Kev. Bin ich gut oder bin ich gut? Ja, bist perfekt. Bist der Beste. Läuft. Da habe ich gehört, ich fliege mal eine Abkürzung, ne? Scheißegal, ich konnte biegen am Arsch. Ist unter mir was oder kann ich... hier ist was. Da, hier soll ich runtergehen. Aber Nase wieder hoch, Junge. Also du musst mal in F4 mit dem Ding landen, ne? Die Stoßdämpfer sehen so geil aus. Mhm. So kann ich das bitte wieder auf Norm haben, warum auch immer das sich das verstellt hat. Engines offline. Das ist auch ein schöner Cinematic View gerade. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn man diese Klappe zu hat, ne? Diese Begrenzungsklappe da, ne? Mhm. Wenn man die zu hat und drauf fährt und aufmacht. Aber tatsächlich glaube ich, dass hier nicht so viel passieren wird, weil Star Citizen ist so gut und kann sowas handeln. Mhm. Sag das mal der Dragonfly. Psst. Die kennt er nicht! Wir brauchen unbedingt Server-Meshing in Star Citizen, ne? Wenn's, weißt du, was Server-Meshing ist? Nein. Server-Meshing ist, sagen wir, Damer hat einen Server, ne? Mhm. Und wenn jetzt niemand auf Damer ist, ist der Server aus. Und wenn es plötzlich 27 Leute auf Damer sind, kriegt er zum Beispiel nochmal einen extra Server, wenn er den braucht. Mhm. Also, das ist halt Server-Meshing, so dass er entscheidet, okay, wie viel Server brauche ich, wo sollte mehr Priorität sein, etc., etc. Mhm. Weil dann haben wir auch richtig gutes System. Also, das Schlimme ist, Dragonfly, man hat es ja gesehen in meinem letzten Stream, Dragonfly in Port Olisar ist, man nennt es Rodeo. Oder ich nenne es inzwischen Rodeo. So behindert, ne? Was? Du bist so behindert, ne? Wieso? Ja, da weiß ich schon, in den Stream rein, plötzlich stehst du mit dem Ding da drin. Ich hab's halt geschafft nach da unten. Dann will ich auch rein. Und ich muss gestehen, der schwierigste Task dahinter ist tatsächlich, die Dragonfly durch diese scheiß Luftschleuse zu kriegen. Ne. Warum die scheint da gerade so reinzupassen. Alle meine Schiffe zerstört. Das Schlimme ist aber auch, Tobi. Die Leute wollen das Gefühl sehen, dass das Ding da drin steht, ne? Ja. Die sehen, das Ding passt da durch, die machen dir die scheiß Luftschleuse auf. Die machen dir die scheiß Luftschleuse auf, gehen an die Seite, an den Schalter und machen dir halt quasi Platz, damit du rausfliegen kannst. Und sobald du drin stehst, zeigen die sofort, damit du rausfliegen kannst. Und ja, gehen dann auch mit dir mit, wenn du zu irgendwelchen Türen fliegst und machen dir die Türen auf. Das ist total geil. Ich habe meine Dragonfly rausgeholt, nur um hier mal zu fliegen, weil hier nicht so viel Stein oder zumindest so viel Hügel ist wie auf Lesky. Mhm. So, Flight Ready. Were you recording the wall? Welche Wall? Das Witz! Die haben meine Welt einkassiert, obwohl ich Meter weg vom Landingpad gelandet bin. Also ich bin hier gelandet. Was ist das für ein Scam, ey? Ne, pass auf, wo du landest, bitte. Also lande vielleicht wirklich über 100 Meter weg. Ich hol dich da mit der... Oder vielleicht über 200, 300. Ich hol dich mit der Dragonfly ab, ne? Okay. Ey, man kann mit der Dragonfly fliegen, ohne dass sie überhitzt. Hey! Zwar nicht so schnell, aber man kann mit ihr fliegen.
Aber es ist eine angenehme Geschwindigkeit so. Hauptsache, du wirst mir als Feind angezeigt. Ja, weil ich Bounty hab, also. Ja, lande ein bisschen an den Hügel da oben. Hier? Ja. Moin! Oh, landest du in der 4? Hey. Ja, weiter nach links. Hier ist eine schöne freie Fläche, hier links. Entschuldigung, oder? Ist wahrscheinlich rechts, aber egal. Ja, da dürfte auch irgendwo frei sein. Jit! Was macht mein Schiff, Alter? Wo will das hin? Richte dich erst aus und dann lande am besten, Kiff. Das Schlimme ist, ich gehe zurück und der gibt Gas. Achso, warte mal, die ist wahrscheinlich da ran. Du hast noch Cruise angehört. Ja. So. Vorsicht, Jesus. Hier, wo ich bin, hier ist schön frei. Ich sehe es gerade nicht. Nach rechts drehen. Hey. Nach unten ein bisschen drehen. Weiter nach rechts weiter. Weiter. Leute, die Dragonfly kann schießen. Die schießt Schrotflinte. Aber weiter, siehst du mich? Hab ich gerade gesehen. Genau, hier ist schön frei. Dank deiner Schüsse. Fucking Schrotflinte, Alter. Stehe ich gut oder muss ich noch irgendwo hin? Flieg noch ein Stückchen vor. Noch ein Stück. Noch ein Stückchen. Drück mal W. Oder STG. Ja, das passt. Okay, ja, die dämpfen schon gut weg. Aber nicht, wenn du mit volle Karacho runter schepperst. Ja, das stimmt wohl. Mögen sie nicht. Hauptsache, bei mir leuchten gerade alle Sirenen. Easy. Das fand die wohl doch nicht so lustig, die Landung. Na, fällt die Treppe runter? Er fällt die Treppe runter, natürlich. Willkommen zu einer neuen Folge von Does It Fit? Into the 4GT, beziehungsweise Does It Fit into the Valkyrie. Man muss sich mal geben, was für Abmaß diese Drecksbiestie eigentlich hat, ne? Kannst du dich vielleicht ein bisschen weiter nach links neigen? Ja, geh ein Stückchen weg. Achso, ja. Moment. Machen wir jetzt so. Lass mich lieber draußen einsteigen. Ist, glaube ich, sinnvoller. Ich sag ja, der Dragonfly ist halt Rodeo mit anders. Einfach rückwärts. So, okay. Die wilde Stute hat Bock, Alter. Ja, ich dachte schon, Storm sei schlimm. Ist inzwischen der Name von meinem Schwarzen. Der Klassiker halt. So, jetzt gönnt ihr mal, dass man richtig schnieke schon mit der fliegen kann jetzt. Ja, okay. Erstmal aufsetzen. Da aber die Geschwindigkeit so und... Über alles drüber schön. Ja. Boah, da wie schön. Ja, das war gut. Ich versuch mal, dass ich meine Welt wieder bekomme. Ich seh schon kommen. Nee, kriegst du nicht. Keine Chance. Ja, aber die haben mir großen Landingplatz, vielleicht deswegen. Nein! Wee! Das war, glaube ich, genau hier, wo ich meine Cactus verloren habe. Oh nee, mit dem Cargo. Ja, okay, dann. Ja, das war wirklich genau hier. Ich stand da hinten drauf. Scheiß Wichser. So. Ich würde gerne haben. Meine Cyclone. Die Dragonfly macht richtig Spaß, hier zu fliegen, Mann. Ich hab richtig Bock. Ja, sorry, aber du musst ihn hier wirklich... Ich gebe ihn dir gleich mal, ne?
Der ist hier richtig, richtig angenehm. Angenehm. Nee, Deutsch. Und auch endlich ohne Überhitzen. Ist hier sowas von kommen. Meine Valkyrie geht gleich auf Flöten, Alter. City vergelegt? Tobi. Weg den Boden. Tobi. Komm aufs Nügel. Und ja, der ist tiefer gelegt. Jetzt nicht mehr. Was denn, deine Valkyrie steht hier noch? Oh Leute, da wird es mir zum Glück noch nur nicht mehr angezeigt, okay. Also noch steht hier zumindest. Ja, nee, ich flieg nicht rein. Ja, ich hab die auch. Warte. Ja, ich hab sie auch noch im Target, also. Okay, dann ist gut. Eat, Stein. Dann hol ich mal meinen Zyklon, ne? Ne, ich geb dir vorher dann noch die Dragonfly. Nimm dich mit, dann kannst du die Dragonfly fliegen. Oder wie wär's mit, du kannst auch einfach dahin laufen, ist ja nicht so weit. Okay. Dann sprich drin. Dragonfly, komm runter! Literally, komm runter. So. Power off. Und Z. Hat's bei dir auch so einen riesigen Sandsturm um meine... Ja, das sind deine Thrusters, glaube ich. So, ich lauf mal. Wie war das mit, es wird schwierig, zwei Cyclones nebeneinander reinzustellen? Ich glaube, ich nehme gerade mal konsequent meine Aussage zurück. Ich hab's nicht gesagt. Jetzt sag mir nicht, ich spawne mit Space, das ist nicht euer Ernst. Ich hasse diesen Fehler, wenn ich auch steige irgendwo. Oh ja, den habe ich auch schon mal. Aber deine Welt ist weg. Das erklärt einiges. Warte mal, das heißt jetzt was? Ich bin jetzt gerade verwirrt, ich bin überfordert. Also ich eigentlich weiß, wo ich bin. Ich habe einen Blackscreen. Ja, ich sehe dich auch nicht, du bist mir nirgendwo markiert. Dass B mal Valkyrie weg ist und du damit gefangen bist mit einer fucking Dragonfly auf dem Planeten. Ja. Und C, wenn ich wahrscheinlich respawne, ich nicht in Crusader respawne, sondern in Lorville. Ja, weil du nicht auf PO gelandet bist, ne? Mhm. Spiel. Naja, du. Ich glaube, du kannst es neu starten. Ich glaube, du kannst dir denken, was ich gerade mache. Wir Dragonfly rumdriften. Und wie? Ah, das Spiel hat hat sich komplett aufgehangen. Okay. Gut, habe ich das auch verstanden? Hauptsache, eine Dragonfly hat auch Cruise-Modus, ne? Ja. Komplett darfst du das nicht killen. So, dann verifyen wir doch mal die da. Uff, okay. Okay. Ich hab gehört, ich geh mich umbringen. Brauchst du nicht. Nee, ich doch nicht. Ich hab ne bessere Idee. Wir sehen. Nee, lieber doch nicht. Nee, ich mach's erst gar nicht. Das bringt bestimmt nur den Server zum Crashen. Ich wollte Service bieten. Stirb, Tobi L3P. Was wäre sonst deine Idee gewesen? Aber ich bin ja mal gespannt. Mit der Dragonfly in die Platinum Bay? Warum willst du da rein? Das ist hier die Frage. Passt wenn sie da rein? Genau. Ich glaube nicht, Tobi. So, erstmal wieder an Levski spawnen. Soll ich dir auch sagen, warum du da nicht reinpasst? Warum? Weil ich zu fett bin, Arschloch.
Zu lang. Arschloch. Oh, okay, danke. Du bist zu lang. Alter, nee. Ich wusste, dass ich einen langen habe, aber so lang? Aber so lang? Ach, schön, dass meine Anvil gestort ist auf einer Shubin Mining Facility. Filler. Wie war das, Kevin? Filler Claim, gell? Phil. Phil, genau. Filler Claim. Filler Claim. Könnte man das übersetzen? Fill a claim. Jetzt müssen wir ein Claim übersetzen. Keine Ahnung. Was sagt eigentlich die Roadmap aktuell? Ich will es nur wissen. Aber für ein gutes Release. Ja, aber wie das Development aussieht. Also der Charakter, Glass Visor and HUD Improvements ist in Development, ist gut. Locations, Rest Stop, Space Station, Exterior Variations ist 13 von 47 Tasks schon completed. Die AI... 13 von 47 schon, dabei wollten sie eigentlich im Juli das Ding raushauen. Schwierig. Die AI wird... Oh nein... Die AI wird uns sowas von delayen. Ah, genau, nächstes Update kommt der Hovermode schon. In der 3.6, okay. Also 3.6 kommt Hovermode, Weapon Attachments, Black Market Economy, Ship Rentals, Player Free Look, Ragdoll Improvement. Ship Rentals? Yep, Ship Rentals. Alles klar, das heißt, ich darf so lange warten bis zum Area 18 Update, verstehe. Ragdoll Improvements, Player Jump V2, Ship Degradation Improvements, System Misfires, Adding Misfire Events which can cause items to perform unexpectedly. Transit System wird geupdatet. Weißt du, was noch kommen wird? Hä? Soweit ich weiß, gibt es ab 3.6, auch wenn ich das richtig gesehen habe, Flugzeugverschleiß. Ja, das ist ja das, was ich vorgelesen habe. Degradation. Ja, genau. Shield System Tech Replacement, Harvestable Entity Spawning. Ey! Mining-Schiffe werden langsam nützlich. Genauso wie diese komische Mining-Pistole. Wir müssen dem Bauern das Spiel schenken. Das kommt alles in der 3.7. Die Bounty Hunter Armor. Das irgendwie cool aussieht, aber gleichzeitig gruselig. Die Rest-Stops. Das ist ja schon wieder so lange braucht zum Laden, gefällt mir nicht. Rest-Stop Interior, AI, was wird Shopkeeper, Weapon Types, Gunshift, Defensive Maneuvers, hey, immerhin etwas. Gameplay, Refueling, Fuel Scooping, Spending Behaviors for Hydrogen, Fuel Scooping. Okay. Death Animation, Player Swim. Ah ja, dann können wir endlich schwimmen. Power System V2, PvP Bounties, Repair, Refuel, Restock Kiosks. Das heißt, dann können wir endlich schwimmen. Ich denke mir so, wo wollen wir bitte schwimmen? Auf Hörsten gibt's schon Wasser. Glaube ich. Hey, es kommt Repair, Refuel, Restock Kiosk. Das heißt, es gibt dann, glaube ich, nicht mehr das F1-Menü, sondern da ist ein Kiosk und dann gehst du da hin und sagst, auf dem Patch steht mein Schiff und ich brauche das und das und das. Das wäre schön. Ja. Physical Inventories. Ja! Das heißt, wir kriegen eigene Zimmer, beziehungsweise die spawnen unsere Schiffe, nicht irgendwie sowas. Das ist cool. Ja, Waffen interessieren mich nicht. Und Cortec. Prozedurale Asteroiden werden geupdatet. Der Schatten wird geupdatet. Performance, Terrain. Und die Atmosphäre. Willkommen beim Loading Simulator. Immer noch? Ja. Hauptödelschirm oder mir? Nee, Lobby. Okay.
Hat es erklärt einiges, wahrscheinlich ist der Server voll. Das können wir mal abschätzen. Guck mir doch in der Zwischenzeit mal, was hier so rumsteht. Probably. Das ist auf jeden Fall eine Aurora, würde ich wetten. Oder wo ist denn die? Das ist zu groß für eine Aurora. Zu groß für eine Aurora. Ah, ich glaube, ich weiß, was das für ein Schiff ist. Ich weiß aber den Namen gerade nicht. Das könnte eine Mustang sein von der Form her, passt aber von der Größe her nicht so ganz. Dass das so eine Pixelkotze ist, macht die Sache nicht leichter. Es könnte eine Origin sein, was da steht. Ach, aber nur bis 24, ne? Nur dass du Bescheid weißt. Das, was dort steht, ist wahrscheinlich... Bin ich mir auch nicht sicher, hier dieses Mining-Flugzeug. Die Prospector. Ja. Nicht. So. Ist die orange? Nee, silber. Dann ist es wirklich eine Prospector. So, dann haben wir da die Cutlass. Und da oben drauf steht, glaube ich, auch noch was, glaube ich. Aber ich kann es nicht erkennen. Ah, und da hinten ist die Caterpillar natürlich. Uff. Ja. Das ist die groß, Alter. Das Schlimme ist, im Loading-Screen siehst du nur zwei von den sechs Bays. Drei von den sechs Bays. Ja. I'm leaving Area 18 now. Someone needs a ride. Es ist schon irgendwie traurig, dass die Community schon anfängt zu fragen, ne? Ja. Von wegen, braucht jemand eine Mitnahme? Ich hab's geschafft, Area 18 zu verlassen. Wusstest du, dass Star Citizen tatsächlich das Spiel mit dem größten Crowdfunding ist? Das wundert mich nicht. Also ich hätte gedacht, dass jetzt irgendein anderes Spiel vielleicht auch... Aber also Crowdfunding thematisch ist mir schon klar gewesen, als mir die Zahlen vor der Nase lagen, dass Star Citizen alle konsequent, was Crowdfunding betrifft, outplayed. Mit anders viel Hass. Ich meine, 222 Millionen musst du auch echt erstmal hinkriegen. Richtig. Ist das der aktuelle Stand oder ist das der Stand von vor... Das kommen wir ganz einfach raus. Ja, Development. Funding. Aktuell haben wir... 224 Millionen haben wir schon. 224,4 Millionen. Na dann. Ihr habt gehört, dass Mr. Citizen hat sich heute. Und mit dieser Herrenenttäuschung